Guten Morgen, ihr Lieben. Herzlich willkommen zu meiner 35. oder 36. Folge. Oh je, pf, keine Ahnung, ich hätte vielleicht vorher gucken sollen. Ich weiß es nicht. Ich gucke gleich, wenn ich aufgenommen habe. Ihr seht es dann ja, ob es die 35. oder 36. ist, auch völlig wurscht. Ja, so. Da bin ich wieder. Es ist Dienstag und wir wollen mal fleißig ein bisschen miteinander häkeln, stricken und uns unterhalten. Ja, jetzt fragt ihr euch bestimmt, boah, die sieht ja immer noch so aus. Was ist los? Die wollte doch zum Friseur. Ja, wollte sie. Ja, wollte sie gestern. Aber darf sie nicht. Ja, jetzt muss ich doch noch eine Woche oder anderthalb warten. Ja, da macht es dann auch nicht mehr, ne? Jetzt habe ich so lange gewartet, da kommt es auf die 1 bis 1,5 Wochen auch nicht mehr an. Nein, es geht darum, ich habe ein neues Medikament und das macht die ganze Geschichte etwas, ja, wie soll man sagen, es verschlimmert das Ganze und dann wird es erst besser. Also es wird erst ein bisschen schlimmer und das ein bisschen besser. Und jetzt habe ich das auch hier hinten so am Halsansatz, also hier hinter den Ohren. Lieber noch ein bisschen warten, bis das angeschlagen ist. Okay. Ne? Aber das nur mal so im Vorbeigehen als Information. Ja, bei uns ist das Wetter heute gar nicht mal so schön. Es regnet. Es ist also bedeckt. So ein Waschküchenwetter. Es ist wirklich nicht schön. Gefällt mir nicht, aber wir können es nicht ändern. Ne? So, ich häkel hier an meiner Babydecke für die liebe Frau. Ich habe ja 4 Wochen Zeit. Ein paar Tage sind vorbei. Ich bin auch schon ganz weit gekommen. Und zwar, Moment, habe ich hier jetzt, Moment, hier ist das Granny. Und dann halt schon in dieser. Ja, so eine Babydecke, so ganz so groß wird sie ja nicht. Ne? Sie wird nachher noch ein bisschen gespannt und wird alles schön gemacht. Aber ich denke mal, wenn ich jetzt noch zwei, drei Knäuel verstrickt habe, dann ist die fertig. Also dann war es das. Dann habe ich einen Teil fertig. Es ist ja im Moment wie verhext. Ne? Ja, so, was gibt es sonst Neues? Ich habe euch zu zeigen ein paar Stränge, die ich gefärbt habe. Dann habe ich ein paar Sachen, die ich gestrickt habe, wieder rausgesucht und auch gehäkelt habe. Dann haben wir neue Wolle bekommen, aber nur einmal, also links, da sage ich aber nachher noch was zu. Dann habe ich was auf der Nadel. Ach ja, und apropos Nadel, ich habe neue Nadeln bekommen. Und zwar von den Schweden. Ich habe ja jetzt auch dänisches und schwedisches Garn hier bei mir von der Firma Jabör. Wird das so ausgesprochen? Jabör oder Jabor? Ah, wurscht. Und von Jellegarn und von diesem schwedischen Jabor. Da gibt es eine Holznadel. Es sind Spitzen aus Holz. Aus Birkenholz. Die habe ich mir erstmal in 3 bis 5 geholt mit Seilen von 40 bis 120. Und so sehen die aus. Ich werde die heute, die habe ich ja gestern erst gekriegt. Ich werde die heute mal, das ist so ein bisschen doof wegen dem, na, aber ich werde die heute mal ausprobieren. Meine 3,5er, weil ihr wisst ja, ich stricke am liebsten 3,5. Ja, das ist so eine Neuheit. Und dann war ja letzte Woche, das hatte ich ja erzählt, war die liebe Frau von Schachenmeier hier bei mir. Und wir haben uns furchtbar nett unterhalten und waren so richtig schön auf einer, wir haben so die gleichen Ansichten. Ja, und da freue ich mich, euch mitteilen zu können, dass ich ab Herbst also die Krönchenwolle bei mir habe, ne? Das hatte ich ja gesagt, die will ich bestellen und da habe ich mir ganz toll, also ich habe bestellt Jack, Merino Seide und Merino Bambus. Und ich habe hier mal so eine kleine Vorschau, also es ist leider von der Bambus nicht, die ist noch nicht
in diesem Katalog drin. Aber Merino Yak, guckt euch mal die Farben an. Ist das nicht schön? Jo, ich freue mich. Weil vor allen Dingen, weil ich ja jetzt auch das Tuch, das ich euch gleich zeige, ist ja auch mit der Krönchenwolle stricke ich da mit diesem hier und zwar mit dem Merino Seide. Und die finde ich die Farben noch schöner, weil die so pudrig. Ich mag ja gerne so diese pudrigen Farben, ne? Also das habe ich und die Bambus, Merino Bambus. Allerdings, wie gesagt, steht die in diesem Katalog noch nicht drin. Deswegen kann ich euch die Farben auch noch nicht zeigen. Aber ich freue mich, ja. Yeah. Dass wir dann auch ab September hier die Krönchenwolle haben. Ja, und dann sind wir auch übereingekommen. Ich hatte euch ja gesagt, dass die Firma Schoppel ich aus dem Programm nehme. Dazu möchte ich sagen, solange der Vorrat reicht, ist die ganze Wolle jetzt runtergesetzt. Solange wie der Vorrat reicht. Also, es sind jetzt erstmal 25% und dann wollen wir mal schauen, was da noch so übrig ist. Also, ich möchte die gerne weghaben bis zu den Sommerferien. Also, jeder, der gerne Schoppel-Zauberbälle noch haben möchte oder die Lace-Bälle und was habe ich noch? Ich habe noch die Zauberflower in zwei Farben, die Crazy. Zauberball Crazy habe ich noch. Ich habe noch, wie gesagt, normalen Zauberbälle und ich habe noch die Lace-Bälle. Also, falls jemand Interesse hat, vorbeikommen. Jetzt sind sie runtergesetzt, solange der Vorrat reicht. Okay, das wollte ich auch noch mal. Und für die Firma Schoppel. Ja, was kriege ich denn für die Firma Schoppel? Und zwar. Anstatt Schoppel wird es ab Januar bei mir Rowan geben. Ja, ich habe mich dazu entschlossen, so vier, fünf Qualitäten der Firma Rowan bei mir mit reinzunehmen, weil ich einfach begeistert war. Ja, ich bin ja schnell, ne, von Wolle zu begeistern, aber ist halt völlig wurscht. Es gibt ganz, ganz furchtbar viele schöne, schöne Sachen von Rowan und ich habe mich, wie gesagt, auch hier die Merino-Wolle mit Kit Mohair und ach und was es alles gibt. Lasst euch überraschen. Ab Januar gibt es Rowan bei mir. Das habe ich jetzt, ne? Habe ich mich für entschlossen. Tja, was gibt es? Ach so, um mal gleich bei Schachenmeier zu bleiben und bei Rowan ist ja. Wird ja von Schachenmeier vertrieben. Rowan. Wollen wir auch gleich dabei bleiben? Ich weiß nicht, habe ich es euch schon gezeigt? Das ist mir jetzt entfallen. Es kann sein, dass ich euch das vielleicht in der letzten Folge schon gezeigt habe. Ach, dann halt doppelt gemoppelt, hält besser. Und zwar die Schachenmeier Tahiti habe ich bekommen in verschiedenen Farben, weil jetzt so langsam die Leute auch mit dem Karl, der ist ja schon beendet und die Leute laden sich jetzt das vollständige Tuch herunter und stricken fleißig dieses Tuch. Ja. Und ich finde das auch toll. Ich habe das schon meiner Caro gegeben und hatte ich ja auch erzählt, die strickt das für mich. Das habe ich schon erzählt, das weiß ich. Und ich weiß nicht, habe ich euch die Farben gezeigt? Ist doch egal. Komm, ich zeige es euch nochmal. Und zwar habe ich die in diesen, also diese beiden Farben finde ich toll. Die passen super zueinander. Ne? Die Fashion Tahiti, die hat eine Lauflänge von 280 Metern, ist Baumwolle. Und die Nummer. Von, ja, wo haben sie, ach so, hier haben sie die stehen. Von der roten ist die 89 am Ende und die 19 ist die. Die beiden habe ich. Und dann habe ich die 97 am Ende und die 90. Ich finde die auch toll mit dem Pink dabei. Das finde ich ganz große Klasse. Und mit dem. Leider habe ich das Geld nicht gekriegt, war ich ganz enttäuscht. Wird nachgeliefert. Oder dann halt, dies hier ist das gleiche, die 97. Aber hier haben wir noch die 96. Das geht noch so ein bisschen ins, warte mal, wenn ich mal gehe, so ein bisschen ins Grün. Ne? Seht ihr das? Sieht auch toll aus. So, und dann haben wir das noch mit so einem Bärenton. So ganz verschiedene Braun- und Bärentöne. Das ist die 46 am Ende.
Die habe ich gekriegt. Das wollte ich euch auch zeigen. Ja, so, dann habe ich mir überlegt, ach, was zeigst du denn jetzt? Womit füllst du denn jetzt um Himmels Willen diese halbe Stunde oder etwas länger? Was erzählst du denn? Mit zwei Sachen, die du auf der Nadel hast, dann kommst du ja nicht weit mit, ne? Dann habe ich mir gesagt, so, ich habe fürs Café, aber schon etwas länger, ne? Nur da habe ich nicht drüber gesprochen, weil ich habe gehäkelt. Und zwar für draußen. Wir haben ja draußen auch Tisch und Stühle für den Sommer und da brauchen wir ja auch ein paar schöne Decken. Und ich mag das nicht, wenn das so unpersönlich. Ich bin ja mehr so, es ist ein Strickcafé, ja? Also kommen da auch Strickdecken auf die Sofas und auch Decken auf den Tisch. So. Und zwar, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, es gibt ja diese Filet-Häkelei, ne? Ach, das kann man nicht so gut sehen. Schade. Soll ich mir das davor halten? Nein, wir müssten eigentlich. Warte mal. Kann man das hierdurch besser sehen, dass das ein Schmetterling ist? Ja. Ne? Das ist ein Schmetterling. Dieser Schmetterling ist an allen vier Ecken. Ja. Jetzt gucken wir mal. Und in der Mitte. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann, ob man das erkennen kann. Diese Blumen und also wie gesagt, an allen vier Ecken ist ein großer Schmetterling und alles andere sind Blumen. Und das habe ich für den großen Tisch, da kommt das so schräg drüber, habe ich gehäkelt aus normalen Ankor Häkelgarn. Hier siehst du das so ein bisschen besser, ne? Ja. Und das Muster habe ich bei meiner Mama, die hat ja Unmengen an diesen Häkelheften, schon uralt, von Burda oder von was weiß ich. Und ich glaube, die sind schon 20 Jahre alt. Ne? Hier kann man noch mal richtig sehen, wenn ich es zusammengefaltet habe, hier den. Also ich kann euch jetzt echt nicht sagen, wo ihr diese Anleitung findet. Da müsstet ihr mal, wie gesagt, ganz alte, ganz uralte, so Filet-Häkeldecken. Das war ja mal sowas von aktuell und in. Und tja, heute ist das, ich glaube, es kommt aber wieder, ne? Ich habe schon mal wieder welche gesehen. So, und dann für den länglichen Tisch habe ich einen kompletten Schmetterling. Ich stehe auf Schmetterlinge, ne? Und zwar, dieses hier ist ein Schmetterling. Und zwar so eine etwas länglichere Decke. Der Abschluss ist jeweils ein Schmetterling. Ich mache das mal auch zusammen, dann kann man das, glaube ich, besser sehen. So. Also die fand ich da. Ne? Seht ihr? Also die fand ich gut und habe gedacht, das passt zum Sommer, das passt bei uns ins Café, das passt auf unsere Tische draußen. Und ein schönes Blümchen drauf in der Mitte. Und schon haben wir eine schöne Deko. Ich fand das ganz gut. Und habe das mal so ein bisschen nebenbei. Und wie gesagt, und auch dieses hier ist eine Anleitung aus dem Häkelheft von meiner Mama. Von anno, weiß ich nicht, 1980, 1970er, 80er Jahre so ungefähr. Ne? Da ist, also, ja, seht ihr das hier? Das wollte ich euch ja noch zeigen. Das verschlimmert sich durch diese Behandlung erst. Es war ja schon mal fast weg, aber dadurch verschlimmert es sich jetzt wieder. Und das dauert jetzt erst ein bisschen, ne? Bis das alles wieder in eine Reihe kommt. Ja, so ist das. Ne? Müssen wir durch, müssen wir mit leben. So, dann habe ich euch ja erzählt, ich stricke ein Tuch. Und zwar, es knistert erst wieder. Ich muss gucken, wie es heißt. Festival Dream. Da ist das Festival Dream. In anderen Farben. Ich muss das erst wieder zusammenrollen hier. Ja, das ist so ein bisschen, weil ich das immer zusammenrolle für meine Projekttasche, ne? Deswegen habe ich das dann immer und muss das immer rollen und okay.
Ja, und das stricke ich ja, was ich ja schon gesagt habe, hier aus der Krönchenwolle, aus der Merino Silk und aus der Opalseide in diesen beiden Farben. Und ich bin, warte, natürlich wieder in der Mitte aufgehört. Ich meine, da braucht man gar nicht mehr drüber reden, ne? Da braucht ihr jetzt auch gar nicht lachen. Ne? Ich weiß selber. Also, ne? Gut, alles klar. Auf meinen schönen Schagunnadeln, aber ich kann es euch trotzdem so zeigen. Und zwar, so weit bin ich jetzt schon. Bin ich schon bei einigen. Und jetzt sehe ich gerade, dass meine Kollegin kommt. Dann machen wir gleich mal eine kurze kleine Pause. Ja, seht ihr? Bis dahin bin ich schon. Da bin ich dann abends mal fleißig vorm Fernseher am Stricken. Jetzt warte ich. Das ist ja auch so eine Sache, ne? Ich höre, dass sie kommt. Jetzt warte ich, dass sie um die Ecke kommt und die Tür aufgeht. Dann ist doch egal, dann soll sie doch kommen, ne? Machen wir keine Pause, soll nach hinten verschwinden. Ist das fies? Nein, ich freue mich immer, wenn sie kommt und wenn sie da ist. Sie ist so eine Liebe. Da habe ich auch sowieso, muss ich euch das sagen, wo wir gerade drüber sprechen. Du kannst ruhig reinkommen und nach hinten gehen. Ich habe schon gesagt, meine Kollegin kommt jetzt. Wir machen jetzt keine Pause. Wir machen das einfach weiter so. Wo wir jetzt da schon bei sind, muss ich euch ja noch sagen, wir haben, ihr wisst, letztes Mal hatte ich den Pulli an und alle haben gesagt, boah, der Pulli ist so schön. Ja, ihr Lieben, ihr müsst halt warten, wenn ihr euch den selber stricken wollt, müsst ihr halt warten, bis ich dieses Muster, bis ich das raus habe. Aber es sind wieder neue gekommen. Wir haben sechs Farben. Wir haben Weiß, wir haben Grau, wir haben Anthrazit, wir haben Petrol, wir haben Koralle, wir haben Weiß. Genau. Also, ne? Das sind alles Einheitsgrößen, die man einfach nur so überwirft, entweder über ein T-Shirt oder über ein Kleid oder was. Das wollte ich nur mal so am Rande, weil wir jetzt darüber gesprochen haben, dass sie kommt. Ne? Wollte ich das nur mal so am Rande erwähnen. Gut, also wir waren jetzt hier bei meinem Tuch. Also ich finde, das macht Spaß. Es macht Spaß, es zu stricken. Es ist immer, jeder Abschnitt ist anders. Jeder ist halt immer wieder eine schöne neue Sache. Es wird nicht langweilig. Gut, so zeige ich euch jetzt schon mal so ein paar Stränge, bevor ich zu dem anderen komme. Soll ich das mal tun? Wie weit sind wir denn? Auch 18 Minuten haben wir. Also es ist doch ganz komisch, als ich das andere Handy hatte, da konnte ich ja wirklich, da musste ich ja auf die Minute genau 30, 32 musste ich aufhören, weil das einfach nicht weiterging. Hier habe ich ja noch gar nicht versucht. Ich glaube, ich habe es sogar einmal geschafft bei 45 oder 46 Minuten. Es kann ja sein, dass das sogar noch länger geht hier. Ich habe es ja noch nicht ausprobiert. Aber ich kann es ja auch nicht ausprobieren, weil was soll ich euch denn eine ganze Stunde lang sagen? Da muss ich dann auch mal wieder eine Pause machen zwischendurch, vielleicht mal 14 Tage. Dass wir dann mal was haben, was ich euch so erzählen kann. Gut, wir fangen an. Ich zeige euch erstmal die gefärbten Stränge. Und zwar habe ich mir gedacht, ich fange erstmal an wieder mit dem Bambus. Ne? Ich habe also. Moment. Das ist ja immer eine Fummelei, ne? So. Da ist das Schätzchen. 800 Meter Bambus Merino. 70 Merino, 30 Bambus. Ganz weich und kuschelig. 800 Meter. Da haben wir einmal den ersten. Dann habe ich wieder diesen hier. Gelb und Koralle. Also es ist kein richtiges Rot. Es ist mehr so ins Orange und Koralle gehend. Ja, genau die gleiche Merino Bambus und mal was etwas Augenblick. So, das war eine kurze Unterbrechung und wir gehen weiter und zwar mit diesem hier. Der Strang ist auch schön.
Es ist also auch so ein Korallenrot. Also sind die nicht schon wieder, ne? Nein. Es ist furchtbar. Naja, auf jeden Fall habe ich diese drei Stränge in Lace erstmal für euch. Ja, so, dann habe ich noch auf Sockengarnbasis. Habe ich auch noch ein paar für euch. Ihr könnt mir ja mal schreiben, wie ihr die Farben wieder findet. Wir fangen wieder an mit einem Pinkrot. Also es ist ein wirklich schönes, pinkiges, rotes Knäuel. 400 Meter Sockengarnbasis. Und ich liebe ja, ne? Eiscremefarben. Tutti frutti. Gelb-rosa mit ein bisschen Weiß dadurch. Und auch, ne, meine Lieblingsfarbe, rosa-weiß. Das ist einfach, es ist einfach ein Muss. Und auch dieses hier, so ein diese Meeresfarben finde ich auch sehr schön. Es ist ein bisschen türkis, bis zum hellblau, braun, der Sandstrand und das Meer. Also fand ich toll. Wie gesagt, 400 Meter, das habe ich erstmal wieder fertig gemacht. Ist nicht schlecht, ne? Also die Farben gefallen mir richtig gut. Alles klar. So, dann hatte ich ja auch schon wieder. Es ist natürlich wirklich nichts für Toffifees hier, so wie für mich. Ich ziehe es trotzdem an. Das ist mir zwar zu. Ja, dieses hier geht noch. Das ist noch nicht ganz so klein. Aber wie gesagt, ich zeige euch mal, wenn ich jetzt aufstehe, nicht erschrecken. So, das sind so diese. Ja, seht ihr, ich muss erst den Stuhl wieder wegpacken hier, dass man das sieht. Und zwar habe ich hier so einen bunten Seelenwärmer gemacht. Ja, okay, der passt jetzt nicht zu dem Oberteil und zu dem Ganzen nicht. Und mich seht ihr auch nicht. Aber, und eine Nummer für mich, ne, müsste er etwas größer sein. Wie gesagt. Ich habe den aus einem Buch. Buch habe ich mir mal ausgeliehen von einer Freundin, weil ich dieses Muster so gut fand. War das ein Buch von Veronika? Nee, war es nicht. Ich kann es euch gar nicht mehr sagen. Sie war so lieb und hat es mir geliehen. Und dann habe ich gedacht, oh, dann machst du mal so ein Ding da draus, ne? Es ist ja ein Seelenwärmer, es ist ja nichts Weltbewegendes. Mit Bündchen und verschiedene Muster. Perlmuster, Kraus, Schachbrett und wieder Kraus, wieder Perlmuster, das ist nichts Besonderes. Und dann immer in einer anderen Farbe. Und ich habe dafür die Nelly Color von Langjans genommen, weil da hatte ich jetzt noch was von übrig, verschiedene Farben. Und dann musste ich ja irgendwie verbrauchen, ne? Und dann habe ich mir gedacht, ach komm, da machst du jetzt so einen Seelenwärmer von, der mir so gut gefiel. Und weil einer ja nicht reicht, habe ich noch einen gemacht. Und zwar aus der Amira Color von Lang. Den hatte ich auch in der Ausstellung. Aber ich glaube, der ist mir jetzt also wirklich zu klein. Den brauche ich also nicht anziehen. Das ist sinnlos. Ich versuche mal, wenn ich ihn über den Arm hänge, ob man das sieht, wie er aussieht. Also, na komm, viel nicht. Also so ein bisschen nach so, ne, hinten. Also großes Perlmuster und ein etwas längeres Bündchen. Seht ihr? Also das Bündchen zwar rechts, zwar links, aber dann ziemlich lang, über 20 cm. Und dann das große Perlmuster. Und ihr wisst ja, ihr wisst doch, auch das ist aus irgendeinem Buch, kann ich auch nicht mehr sagen, was, aber das ist ein Seelenwärmer. Jeder weiß, wie ein Seelenwärmer gestrickt wird, einfach gerade hoch. Mehr ist das ja nicht. Und da braucht ihr keine Anleitung für. Jeder, der stricken kann, der kann das, ne? Also hier ist er jetzt mal zusammengelegt, dass ihr das mal seht, ne? Und die Amira Color,
Die eignet sich da wirklich. Die ist so ein bisschen dieser Seelenwärmer, der ist ein bisschen wärmer. Das ist, ich habe es ja hier hinter mir, aber leider habe ich nur noch diese Farbe. Das ist dieses Garn, Amira Color, in Orange jetzt mit Weiß. Ja, ne? Das ist, und daraus habe ich den gemacht. Ich glaube, ich habe 5 Knäuel gebraucht. Und dann war es das schon. Genau. Ja, und irgendwie und irgendwo sind wir jetzt bei 26 Minuten. Und ich weiß nicht mehr, was ich euch sagen soll. Alles ist gesagt, alles ist getan. Morgen sehen wir uns wieder. Morgen früh werden wir mit dem Muni-Pulli anfangen. Ich bin schon angefangen, weil ich mir gedacht habe, ich muss ja das Bündchen fertig haben, damit ich glatt stricken kann. Sonst kann ich mich mit euch gar nicht unterhalten. Das heißt, wir unterhalten uns ja nicht. Ich rede. Und wenn ich rede, kann ich nicht zählen. Das ist auch ganz klar. Und dieses Vermaledeit-Ding habe ich schon zweimal wieder aufgemacht. Ich weiß, ich kann mich im Moment nicht konzentrieren. Das ist ganz merkwürdig. Und jetzt habe ich es wieder. Jetzt bin ich schon wieder, ja. Den ersten Mustersatz habe ich fast fertig, aber da muss ich ihn ja noch mal dreimal. Das muss ich aber heute machen, egal wie, damit wir morgen vernünftig anfangen können. Ja, ihr Lieben, ich würde sagen, wir sehen uns morgen wieder in alter Frische. Und jetzt gucke ich mal, ob es die 35. oder 36. Folge ist. Ich glaube, es ist sogar schon die 36. Ich glaube, es ist die 36. Aber ist ja wurscht. Ja, und würde sagen, bis morgen für alle die, die sich für den Monopoly interessieren und die mit mir stricken. Wir sehen uns morgen früh. Für alle anderen wünsche ich eine ganz tolle Woche. Lasst es euch gut gehen. Genießt die Sonne, wenn sie bei euch ist. Ab morgen soll es ja wieder schöner werden. Bleibt gesund, strickt was Schönes und wir sehen uns nächste Woche. Und für alle anderen, bis morgen. Tschüss.